Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, weiter geht's mit einer Nicht-Lachen-Challenge, da die erste Challenge leider von YouTube, ja, gelöscht wurde, einfach so, Ich hab eine Beschwerde eingereicht, die Beschwerde war gefühlt 50 Seiten lang, also fast länger als die Bibel. Und habe alles reingeschrieben und ich habe nochmal die Community-Richtlinien gelesen und da waren keine sexuellen Inhalte mit Kindern, keine Schwerverletzten, keine Aufrufe zu Straftaten. Ich habe wirklich alles durchguckt, war alles nicht dabei und ja, wurde trotzdem gelöscht. Ist halt so. Jetzt gucken wir uns die Challenge an, mal gucken, wie lange die jetzt da bleibt. Und ja, der erste Frame sagt schon, heute gibt's einen Schwanzvergleich. Mache ich auch immer. Ich habe ein T-Shirt zu Hause. T-Shirt, komm mal her. Kommt gerade nicht, ist ein Körbchen. Und dann mache ich auch immer früh einen Schwanzvergleich mit dem T-Shirt. Habt ihr denn da? Oh, hallo Max. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Mein Schwanz gewinnt. Ach ja, wie kommst du denn da drauf? Ne? Also. Hast du nicht gesehen, wie toll mein Schwanz immer hinter mir herzischt? Total kann ich auch mal. Super windschützig. Und seht euch mal das an. Mein Schwanz kann sogar super Versteck spielen. Kaum seht ihr ihn, schon ist er weg. Carmen an der Brötchenstraße in der LSG-Küche. Ihr neuer Kollege. Ah ja, stimmt, das ist. Warte mal, muss ich mal kurz spoilern. Das ist unser Kollege, der wollte von dem Monoton raus, der wollte irgendwie was Neues machen, was Interessantes. Und jetzt arbeitet er am Fließband. Legt Rohmaterial vor und versucht sich auf den Rhythmus der Damen einzustellen. Die Brötchen sollen auch an Bord der LH404 gehen, heute Nachmittag Richtung New York. Hoffentlich kommt er nicht aus dem Takt. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Der kleine Brötchenstall ist schnell behoben. Das ist so die geil. Damen nehmen es gelassen, denn sie wissen, die neue Arbeit macht ihm Spaß. Also ehrlich jetzt, ich habe Maler und Lackierer gelernt. Der Beruf war mir zu monoton. Ja, der Beruf ist auch zu monoton. Noch sind alle großen Bundesländer im Ferienmodus, die meisten Schulen sind geschlossen, viele Familien dort steigen in Deutschland, die Infektionszahlen stehen. Mehr als 17 Millionen sind in Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Hey Leute, ich bin gerade voll traurig, weil ich hatte meine AirPods heute halt mit in der Schule dabei und sie waren nur in meiner Jackentasche und die war die ganze Zeit geschlossen. Und jetzt sind sie halt einfach nicht mehr da. Ist eigentlich so. Wieso machen wir. Gut, dann mache ich jetzt auch mal ein Video. Ich gehe jeden Tag arbeiten, auch zu Corona-Zeiten. Und niemand dankt mir. Und ja, ist einfach so. Dann muss er. Dann überlege ich mir, so Schule, ne? Die scheinen noch ziemlich jung zu sein. Warum hat man solche Dinger? Weil die Kopfhörer kosten ja von Apple, ich glaube, 140. 160 so, ne? Also, bin selber schuld, ne? Und jetzt sind sie halt einfach nicht mehr da. Traurig. Was isst du da? MM. Was? MM. Sag mal bitte. MM. MM hältst du doch. MM. Das ist MM? Ja. Das ist M und N's. Ja. M&M's and I find this instead. What is going on here? This Ano has got to be the most badass Ano I've ever seen in my life. How is he holding himself up with his girlfriend with one arm? Dude, this guy's crazy. You better hide your girlfriend if he comes. Wenn sie anfassen würde und ihr seid zusammen, wie immer, ihr seid zusammen, jemand fasst sie an, was würde passieren? Alter, ich war auf meiner Mutter, ich hätte den in die Intensivstation geschickt. Was? Ich hab dich verstanden, Dicker. Intensivstation, Bruder. What if people work really, really hard for their dreams, but it's... Walla, ich brauch einen Sprachkurs, Walla. Wenn jemand meine Freundin anpackt, braucht einen Sprachkurs, dass ich dann denjenigen sagen kann, was mit ihnen passiert. Not meant for everybody. That's why you use Auto-Tune and I don't. Hallo, Volkswagen. Hi. Wie kann ich helfen? Meine Eier sind kalt. Alles klar. Von links wird gleich wärmer. Assalamu alaikum. Cool, dass man wirklich so Eier liegen hätte auf dem Tisch. Heute habe ich ein Video für euch, da ja sehr viele gefragt haben, wie man am besten das Beten lernt. Also hier seht ihr schon ein paar Apps, die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ansonsten würde ich euch ganz einfach empfehlen, einfach mal
einfach mal hier hoch und einfach mal am besten selber googeln. Erstmal YouPorn. Wie betet man richtig im Islam? Und ja, ihr seht ja auch schon dieses Video, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und das war's auch schon für heute. Ansonsten wünsche ich euch wirklich einfach nur viel Glück beim Lernen des Gebets. Und wir sehen uns beim nächsten Video. There's like an actual customer out here. What's the best kind of firework to buy? Ich kann kein Englisch, du Spaß. Where are your parents? Bitte alle in die Kamera jubeln. Jubeln, ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln! Ey, guck mal. Freunde, bitte guck das einfach an. Oh. Ich schwöre, Deutschland ist weiter Marsch. Guck mal, Freunde. Ja, guck mal, Freunde. Bei uns in Indien, wir sind gute Leute, nichts Kinderarbeit, gut. Immer gut zu Kindern, niemand. Seht es? Ja, bitte. Wie findest du BMW? Er kann ja nicht sein, weißt du, der hält gerade ein Interview und das Kind geht einfach vor die Kamera. Man muss denen auch mal die Grenzen zeigen, ne? Und das hat er gemacht. Mit einem Klaps. Ganz sehen klein. Ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel. Jam, lass mir Lisa nur. Lass mir Lisa in Ruhe. Ich liebe Melissa. Okay, das weiter. Am Samstag haben wir nur noch im Norden etwas stärkere Bewölkung und einzelne Schauer. Sie sehen, die Temperatur steigt schon. Am Sonntag ist es im ganzen deutschen Bereich recht warm. Ich komme jetzt und stecke Ihnen diese Blumen an, ja, und möchte dafür etwas haben. In diesem Fall möchte ich von Ihnen 5 Cent haben. Ja. Sie gucken in Ihrem Portemonnaie nach, gucken, ob Sie 5 Cent drin haben. Und ich sage mal 5 Cent, 5 Cent. Und gucken Sie, jetzt sind meine Finger schon hier drin. Wenn ich jetzt Sie für einen kurzen Augenblick ablenke, indem ich Ihnen in die Augen schaue oder dahin zeige oder... Wegen der Kerl aus Portemonnaie. Wenn ich das Geld hier rausnehme, Sie haben keine Chance. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und sage auf Wiedersehen. Mit versteckter Kamera begleiten wir Uwe Mettlach beim Selbstversuch. Die Nebenfrauen greifen sich ihre Opfer wahllos aus der Menge und zögern auch bei den Deutschen nicht lange. Während eine Frau das Kleingeld fordert, versucht die zweite, mögliche Beobachter abzulenken, um die Geldbörse zu verdecken. Diesmal schnappt sie sich nicht alle Scheine. Am Ende fehlen Uwe Mettlach 20 Euro. Fehlt ihm Geld? Ja. Fehlt das Mittelum? Diese zwei? Unser Experte hat beobachtet, wie ein deutsches Paar beklaut wurde. Jetzt demonstriert Uwe Mettlach, wie man sich als Opfer wehren kann. Give some money! Give some money! Hey! Durch das Schreien bekommt er die Aufmerksamkeit der Passanten. Die Frauen lassen auf der Flucht das Geld fallen. In diesem Fall hat die Methode Mettlach... Die hat das Geld schon lange fallen gelassen, die hat doch gerade so gemacht. Der will bestimmt noch mehr haben, ey. Gib das Geld her! Die Diebinnen haben wir an diesem Tag nicht wieder gesehen. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es wenn ist kippt. Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Das kenne ich ja. Und wie fliegt jetzt hin, ne? Das war... Can you speak English? Ja. Okay, dann hätte ich gern 3 Schokomilchshake, bitte. Small or big? Scherzvogel. I touched the wall. Wie geil ist der Traum? I touched the wall. Leute, ich habe einfach zu Weihnachten AirPods bekommen. Das habe ich mir nicht einmal bekommen. Gewünscht. Hab ich mal gewünscht. Aber, guck mal. Das sind die Einser, oder? Das sind echte AirPods. Das sind knechte AirPods, oder? Do you have cock? And they said yes. Please give me cock. Please give me cock. No, please give me cock. I want a cock. Please give me cock. Ah, das ist ja Bass. Das ist aber schön. Mach auf. Dann wird die Bugs angehen, oder? Mach auf. Ah!
Boah, Alter. Keinen deutschen Pass bekommen. Ey, das war übelst cool, das Video, ne? Muss ich echt sagen, ne? Am besten fand ich irgendwie, hier, das ist immer noch, please give me Korak. Bist du eigentlich klar? Ja, geil, ja. Das ist so ein Spruch, den kannst du in- und auswendig, einen anderen englischen Satz kennst du nicht. Ja, war sehr cool. Hat mir echt sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns definitiv da, die Fakultativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Please give me cock. Haut rein. Und tschüss.